Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zum Nachbericht des siebten und achten Spieltages in der Gruppe D der EM-Qualifikation. Ja, der siebte Spieltag war am Freitag, dem 4. September. Ja, und zwar haben da gespielt zum einen Georgien gegen Schottland und die Georgier feiern doch einen etwas überraschenden 1:0 Heimsieg durch ein Tor von Kasaishvili in der 37. Minute. Dann hat gespielt Deutschland gegen Polen. Die Deutschen feiern einen 3:1 Heimsieg durch Tore von Thomas Müller in der 12. Minute, Mario Götze in der 19. Minute, Lewandowski kann in der 36. verkürzen und Götze macht dann in der 82. mit dem 3:1 alles klar. Und dann auch noch gespielt haben Gibraltar gegen Irland und die Iren feiern einen 4:0 Auswärtssieg durch Tore von Christie in der 26., Keane in der 49., Keane dann wieder in der 51. aus einem Elfmeter und Long in der 79. Minute. Ja, gehen wir dann weiter gleich zum 8. Spieltag, der dann am Montag, dem 7. September stattgefunden hat und die Polen feiern da auch einen klaren Heimsieg gegen Gibraltar mit 8:1. Sind schon sehr früh durch Grosicki in der 8. Minute in Führung gegangen. Er legt dann in der 15. Minute gleich nach mit dem 2:0. Dann ein Doppelpack von Lewandowski in der 18. und 29. Minute zum 4:0 Halbzeitstand. Nach der Pause dann Milik mit dem 5:0 in der 56. Minute. Błaszczykowski macht dann aus einem Elfmeter in der 59. das 6:0. Milik trifft dann wieder in der 72. zum 7:0 und Kapustka macht in der 73. das 8:0. Ja, und Gosling gelingt dann in der 87. noch der Ehrentreffer für Gibraltar. Ja, gehen wir weiter dann zum nächsten Spiel. Irland feiert einen knappen 1:0 Heimsieg gegen Georgien. Siegestorschütze war Walters in der 69. Minute. Ja, und dann noch das letzte Spiel, und zwar Schottland gegen Deutschland. Und Deutschland kann auch da einen Auswärtssieg verbuchen. Mit 3:2 gewinnen sie da. Durch Tore von Thomas Müller in der 18. Minute, Hummels ein Eigentor in der 28. Minute führte zum Ausgleich. Müller kann dann in der 34. Minute wieder die Führung erzielen und MacArthur gelingt kurz vor der Pause in der 43. Minute abermals der Ausgleich. Und Gündogan macht dann in der 54. Minute den Siegestreffer für Deutschland perfekt. Ja, schauen wir auf die Tabelle. Ja, da ist Deutschland voran auf dem ersten Platz mit 19 Punkten. Haben 4 Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Irland. Sie sind rechnerisch noch nicht fix dabei, aber ich denke, es sieht sehr gut aus. Ja, der amtierende Weltmeister sollte sich sicherlich qualifizieren für die EM. Dann auf den zweiten Platz sind die Polen jetzt mit 17 Punkten. Ja, für die Polen, das wird noch spannend, denn sie haben 2 Punkte Vorsprung auf den dritten Irland. Da könnte es noch eng werden im Kampf um diesen zweiten Platz. Ja, die Iren auf diesem dritten Platz mit 15 Punkten, ja, haben da zwei wichtige Siege gefeiert, sind noch ja, mittendrin, müssen aber auf Schützenhilfe hoffen. Und ja, auf dem vierten Platz dann die Schotten mit 11 Punkten, sind da doch schon 4 Punkte dahinter. Also für Schottland wird es sich höchstwahrscheinlich nicht mehr ganz ausgehen, denn sie müssten die letzten beiden Spiele gewinnen und hoffen, dass ja die Iren zweimal verlieren. Und deswegen glaube ich, wird es sich für Schottland nicht mehr ausgehen. Ja, und dann keine Chance mehr auf eine Qualifikation auf dem fünften Platz Georgien dann mit 6 Punkten und sechster und letzter Gibraltar mit 0 Punkten. Ja, schauen wir auf die letzten beiden Spieltage. Ja, am 9. Spieltag spielt Georgien gegen Gibraltar, dann Irland gegen Deutschland. Ein sehr interessantes Duell. Ja, Deutschland kann mit dem Sieg alles ja, fix machen und gleichzeitig mit den Polen Schützenhilfe geben, denn die Polen spielen in Schottland und sollte ja, Deutschland und Polen gleichzeitig gewinnen, dann wären Deutschland und Polen auf alle Fälle fix dabei. Ja, auf der anderen Seite, ja, die Schotten müssen natürlich hoffen, ja, dass Irland gegen Deutschland verliert, selber gegen Polen gewinnen. Und dann das letzte Spiel ist nämlich für die Schotten gegen Gibraltar auswärts. Das sollten sie eigentlich auch gewinnen. Und die Iren müssen dann noch auswärts gegen Polen. Also die Iren haben da deutlich das schwierigere Programm. Das heißt, es könnte sich vielleicht doch noch für Schottland ausgehen, dieser dritte Platz. Ja, und am letzten Spieltag spielt dann auch noch Deutschland gegen Georgien. Also ich denke, ja,
Das sollte eigentlich klar sein. Deutschland wird sich auf alle Fälle qualifizieren, wahrscheinlich auch als Tabellenerster. Ja, und dann, wie gesagt, wird es natürlich spannend zwischen Polen, Irland und Schottland. Die Polen haben natürlich einen ja, kleinen Vorteil, sie haben 2 Punkte Vorsprung. Und es wird auf alle Fälle das letzte Spiel Polen gegen Irland am letzten Spieltag wird auf alle Fälle sehr, sehr entscheidend werden. Ja, und deswegen, ja, aber mein Tipp ist, also wie gesagt, Deutschland wird Erster. Ich glaube, dass die Polen sich da zumindest im letzten Spiel dann auch gegen Irland durchsetzen werden und sich den 2. Platz holen werden. Und ja, ich glaube aber trotzdem, dass ja, es für Schottland nicht mehr reichen wird, dass sie da die Iren abfangen. Deswegen glaube ich, dass am Ende Irland den 3. Platz belegt. Ja, das war jetzt mein Nachbericht hier zu diesem 7. und 8. Spieltag in der Gruppe D der EM-Qualifikation. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Ja, was glaubt ihr, wer wird sich am Ende für die Europameisterschaft qualifizieren und wer wird diesen 3. Platz holen? Ja, schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen über ein Abo. Und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Und ich sage Tschüss, euer Little Piccolo.